Wie geht's euch, Leute? Mein Name lautet Danny. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wir spielen heute auf, ja, Ignition. So scheint es zumindest. Alter Schwede. Okay, diese Containment-Map, ne? Alter, habt ihr gerade gesehen? Die Map ist neu und verliert jetzt schon mit einem 8:1 gegen Ignition. Alter Schwede, ich glaube, die andere Map sollte wahrscheinlich deswegen vielleicht nicht so gut sein. Ich lasse mich trotzdem überraschen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt auf meiner persönlichen Lieblingsmap bis jetzt von den ganzen drei Maps. Denn Ignition ist ein Remake von Call of Duty Modern Warfare 2, einer Map namens Scrapyard, worauf ich mich wirklich... Ich glaube, das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich mich für dieses Map-Pack so sehr gefreut habe. Und zwar ist es quasi diese Map, genau diese Map. Ihr seht es vielleicht so ein bisschen, nur ganz anders strukturiert, nee, Quatsch, nicht strukturiert, ein ganz anderes Design, wirklich ganz anderes Design. Und außerdem ist diese Map, wie nennt man das? Bewegen sich viele Sachen dort, ich werde jetzt schon sehen, was ich meine. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Auf jeden Fall ist die Map ja interaktiv, würde ich sagen. Und zwar, ich glaube, ihr könnt euch noch hier dran erinnern. Alter, das weckt solche Erinnerungen, das weckt einfach solche Erinnerungen. Es ist wirklich unglaublich. Okay, da kamen viele immer raus. Aber ich glaube, viele von den Spielern hier kennen Modern Warfare 2 noch gar nicht. Oh, wo sind die ganzen Gegner denn hin? Wie viele Gegner haben wir denn? 5 Stück, okay. Komm schon, erster Kill. Was? Was? Ich habe ihn nicht getötet? Ich habe ihn nicht getötet? Alter. Das war... Alter, habt ihr gesehen, wie ich... Alter, was ist das hier? Okay, das gab es nicht. Oder? Oh, das geht hier auch nicht auf. Vielleicht mitten im Laufe der Map. Also ich habe die Map auch noch nicht so oft gezockt, müsst ihr wissen. Oh shit, ah, das war falsch. Hab die Samtex auf jeden Fall falsch geworfen. Töten, nein, shit, nachladen. Nein, da kommt der angesprungen wie so ein Affe. Aber denn ich bin doch kein Affe. Doch, bist du. Wenn ich sage, du bist ein Affe, dann bist du auch ein Affe. Okay, da oben campen schon wieder ziemlich viele rum. Oh shit. Komm schon. Oh Mann, der will sich nicht zeigen. Okay, lass uns an diesen Spot gehen, wo wir die locker wegholen können. Das ist nicht der Spot, das ist der Spot hier. Da können wir die ein bisschen leichter wegholen. Ja, denke auch. Das ist ein guter Spot. Den haben wir auch weggeholt, da kommen auch viele raus. Gibt es hier noch irgendwelche Camper? Oh shit, nein, 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 nein. Lass mich bloß in Ruhe, von wo Kopf schießt der? Oh Gott, ein bisschen hat sich schon verändert, also ein bisschen viel sogar. Ist das auch eine neue Waffe oder so? Ich sehe die jetzt im Moment immer hier liegen, Alter. Ist das eine neue Waffe? Oh shit, fast dreifacher Abschuss. Schade. Okay, Danny, platziere mich hier. Halt deine Fresse, ich platziere dich da, wo ich will. Okay, Danny, ich liebe deine Muskeln. Oh nein. Ernsthaft. Danny, ich bin wieder da. Yay, mein Hundchen. Danny, yeah, Danny. Okay. Danny, alles wird gut, jeder ist mal auf Droge. Oh, da kommt einer angelaufen. Nein, nein, nein. Ich habe ihn ganz genau gehört. Oh nein, mein Hund wurde getötet. Oh, Danny, tut mir leid, ich musste sterben. Nein. Mein armer Hund. Wieso tut ihr ihm sowas an? Jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's Rache. Er kommt da nicht. Lang, Alter. Ernsthaft will er die ganze Zeit campen. Oh. Ah, was haben wir denn da? Nein, ernsthaft. Oh mein Gott, dieses Spiel läuft nicht gut. Aber das ist jetzt mein drittes Spiel hier drauf. Meine Stimme ist irgendwie ein bisschen heiser. Oh nein, 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 nein. Granate, Granate, Granate. Er wird bestimmt hier, er campt da bestimmt. Ernsthaft, oh shit, Alter. Oh shit. Auf jeden Fall, das war übrigens mal eine Tür. Jetzt ist das irgendwie ein... Das ist... Alter, was ist das? Okay, das ist wirklich die Zukunft. Das ist die veraltete Zukunft, so nenne ich das. Die veraltete Zukunft. Weil diese Map ist quasi in der Zukunft, aber da sich hier schon, da hier so viel Moos schon ist und sowas so viel zugewachsen ist, ist es für mich die veraltete Zukunft. Also ich schätze mal so 2200 oder sowas. Könnte ich mir übel vorstellen, dass so 2200 aussieht. Auch hier in unserer echten Welt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie Hannover in 200 Jahren aussieht. Wie denkt ihr? Wie denkt ihr, sieht Hannover in 200 Jahren aus? Also ich denke, übel krass. Danny, platziere mich halt deine Fresse, ich platziere dich da, wo ich will. Muss ich mich immer wiederholen oder was?
Oh, der campt da die ganze Zeit. Diese scheiß Camper. Aber gut, das gab es ja auch damals in Modern Warfare 2 auf dieser Map. Die haben immer da oben gecampt. Ist, glaube ich, nichts Neues, denke ich. Außer jetzt für die neuen Leute, die natürlich kein Modern Warfare 2 davor gezockt haben. Aber ich frage mich echt, wie die Zukunft so aussieht. Ich meine, guck mal, wir leben höchstens bis ungefähr, ich sag mal so im Durchschnitt bis 2080 oder so. Oder bis 2000, ja, 2080 kommt eigentlich gut hin. Wetten, er kämpft da immer noch oben. Ich will da nicht hoch, weil ich will nicht so sein wie die anderen. Magnate rüber, mal sehen, ob ich jemanden erwische. Ja, habe ich. Slide und... Set kommt tot. Oh, Alter, hier gibt es auch noch einen Ort. Oh, shit, Alter, ich wurde von hinten weggeholt. Hier gibt es so viele neue Plätze, die kenne ich noch gar nicht. Alter Schwede. Oh, und ich habe noch nicht einmal meinen Maniac bekommen. Voll blöd. Oh, nein, nein, nein. Oh, diese scheiß C4, Alter. Also, wenn ich... Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich durch das C4 sterbe, dann darf ich mich auf jeden Fall aufregen. Oh, hier kann man auch nicht mehr durchschießen. Hier konnte man immer durchschießen. Da ist einer, da ist einer. Komm, den können wir bekommen. Ernsthaft? Oh mein Gott. Es ist immer so knapp. Wir fügen denen einfach so viel Schaden hinzu. Und die sterben nicht. Wetten, da kämpft einer wieder um. Oder da. Na, ah! Oh shit, ich kann echt nicht alles im Blick behalten. Oh mein Gott. Schade, dass ich euch das jetzt nicht zeigen konnte. Auf jeden Fall war das Teil hier gar nicht. Das kommt hier einfach angeflogen. Einfach so. Mitten auf der Map kommt das Teil hier angeflogen. Aus dem Nirgendwo. Richtig krank, Alter. Also schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Aber das soll dieses Auto simulieren. Da war nämlich ein Auto auf dieser Position. Komm schon. Teammates, enttäuscht mich nicht. Die kämpfen natürlich wieder alle hier oben. Okay, lass uns mal eine Granate hinwerfen. Camp da nicht, Alter. Was denkst du, wer du bist, du Camper? Ah, den haben wir noch bekommen. Nein, oh, das war so knapp. Oh, shit, Alter. Alter, wäre das ein Killfeed gewesen. Alter Schwede. Ah, verdammt. Egal, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen und freut ihr euch auf dieses Map-Pack? Ich gebe noch mein Fazit nicht ab, denn ich will erstmal alles spielen. Da kann ich mein Fazit zum ganzen Map-Pack abgeben. Auf jeden Fall diese Map. Und die andere lohnt sich auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen? Klicke den Daumen nach oben Button. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder etwas zu verpassen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss! Ich nicht so gut mit der Sniper bin, wie zum Beispiel mit einer normalen Waffe. Außerdem enthält dieses Map-Pack eine neue Extinction-Karte, worauf ich mich nach dem Remake von Modern Warfare 2 Scrap, nach dem Remake der Modern Warfare 2 Scrap...